Girl on at the front, on the front. Und bei mir sind die Mareike und die Isabel. Und zwar seid ihr? Das Projektteam im Auftrag von der Kulturoffensive. Ah, das Projektteam im Auftrag der Kulturoffensive. Hier bei den Gesichtern der Begegnung, praktisch die Adventsstory im Café. Da bist, nee, die bist es, ja? Da bist, Rote Straße 39. Ganz wichtig nochmal vielen Dank hier in das Café, wo wir uns hier aufhalten dürfen, wo es lecker Tee gibt und lecker Kuchen und sowas. Ganz, ganz toll für die Vorbereitung. Isabel, Gesichter der Begegnung, Adventsstories, Flüchtlinge. Was war der Grund für dieses Projekt? Gut, der Grund war zunächst erstmal, dass wir im Rahmen eines studentischen Projektes an der Uni Göttingen, also wir besuchen im Moment das Projektseminar Projektmanagement, und unser Auftrag war dieses, was uns unsere Auftraggeber Kulturoffensive gegeben haben, umzusetzen. Also wir haben uns das gar nicht so selber ausgesucht, sondern uns wurde dieser Auftrag gegeben. Als dieser Auftrag kam, und das Thema ist ja sehr aktuell, was hat man da gleich auf dem Schirm, wenn man so diesen Schlagwort Flüchtlinge hört oder Refugees? Auf jeden Fall was machen. Also vor allem, es war so eine Zeit, als wir den Auftrag bekommen haben, wo es medial einfach wieder ziemlich gepusht wurde, das Thema, sehr negativ, und dass man einfach wieder so einen Gegenpol findet. Dagegen zu arbeiten, wieder die Leute zusammenkommen lassen, genau, dass sie ins Gespräch kommen, dass die Leute sich besser kennenlernen, dass man das wirklich umsetzt dann auch. Danke. Mareike, was waren so deine ersten Eindrücke, deine erste Eindrücke vom Thema Flüchtlinge, wo du mit in Verbindung gekommen bist und jetzt auch diesen Auftrag hier bekommen hast? Was ist dir da als erstes in den Sinn gekommen, was du gerne umsetzen würdest oder was dir wichtig ist? Mir ist es halt sehr wichtig, dass man nicht nur davon hört, dass hier Flüchtlinge oder Geflüchtete sind, sondern ich finde es halt wichtig, dass man davon irgendwie auch was mitbekommt, wenn man möchte. Halt dadurch, deswegen haben wir ja auch dieses Projekt hier gemacht, damit es halt etwas aufgeweicht wird und nicht so, oh ja, es gibt Flüchtlinge in Göttingen, wer ist das denn? Also ich finde es halt wichtig, die vielleicht auch mal kennenzulernen, und es sind auch nur Menschen so. So, go on at the front, und hier nochmal ein Tisch, und hier merken wir wieder, dass die sozialen Netzwerke doch funktionieren. Neben mir ist die Frau Kleinschmidt, und Sie sind mit zwei Damen und einem jungen Mann hier, und Sie haben von dieser Veranstaltung erfahren über Facebook. Über Facebook, also es funktioniert doch. Hier heute im Café Diebes, Gesichter der Begegnung, Adventsstories, geht um Flüchtlinge, die hergekommen sind. Sie sind hier mit drei Personen aus Afghanistan, kommen Sie. Wie lange sind Ihre Bekannten oder Freunde hier schon bei uns? Unterschiedlich, das ist Bashir, der ist... Hallo Bashir! Hallo. Bashir ist schon, ich glaube, wir kennen uns jetzt 15 Monate, er ist vielleicht 18 Monate hier, schätze ich. Also etwas über ein Jahr, okay. Mhm, genau. Mhm. Und die beiden Frauen sind 6 Monate in Deutschland. Halbes Jahr erst. Aber ich habe die Dame, sag mir nochmal kurz deinen Namen. Sunita. Sunita, du sprichst auch schon ziemlich gut Deutsch. Ja, ich heiße Sunita, ich komme aus Afghanistan, ich bin 16 Jahre alt. Meine Mutter Mubina, 6 Monate Deutschland. Also deine Schwester? Nein, meine Mutter. Okay, auf jeden Fall, kann schon sehr, sehr gut Deutsch auch. Wo hast du das selbst beigebracht oder hat sie hier Kurs mitgemacht oder was? Ja, sie besucht hier einen Kurs. Jeden Tag geht sie zur BBS 3. Vormittags macht sie einen Deutschkurs mit. Und Sie kommen aus Afghanistan. Aus welchen Gründen sind Sie nach Deutschland gekommen, hier aus Afghanistan? Wir haben da so im Privaten noch nicht so drüber geredet. Ich bin da vorsichtig mit dem Nachfragen, und da fehlt uns dann auch ein Dolmetscher, den wir zwar immer haben für Arztbesuche und so, aber so, um so persönliche Sachen zu erzählen, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr... Warten Sie noch ein bisschen mit. ...aufbauen, ja. Mhm. Was wären so Ihre Wünsche für die drei hier, wie es am schnellsten gehen sollte oder was Sie am besten noch machen könnten oder müssten hier?
Ja. Außer jetzt die Sprache lernen natürlich. Ich wünsche Ihnen einfach Freunde und eine Arbeit und das Gefühl, hier anzukommen und sich zu Hause zu fühlen und auch den Vater noch nachzuholen. Also ihr Mann fehlt noch? Ihr Mann noch in Afghanistan? Your husband in Afghanistan? Yes. Rubina Kondos, Afghanistan. Welcome in Göttingen and I hope for you the best. Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute, euch beiden auch und wir hoffen natürlich auch, dass das hier bei dieser Adventsstory noch ganz viele tolle Stories auch im Nachhinein bei rauskommen. Nicht schon so wie im Vorfeld hier mit der Frau Kleinschmidt, die hier schon Leute kennt, mit ihr hinkommt und sich auch mit engagiert und einfach hier ins Gespräch kommt. Vielen Dank.